Ach, Chef, wie sieht er? Mahlzeit. 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 Ja, schön, grüß dich. Ja, das ist schön. Ja. Wie ist das? Mein Ingo, gut ist das, ne? Ja. Ich trinke erst mal einen auf Uwe, du, der ist 70 heute. Ach, heute, ne? Das pählt, du. Auf Uwe, ne? Heute hat er Geburtstag, ne? Ach, Mensch, das ist ja nett, da. Uwe war ein reiner Titan, das ist er bis heute, das ist er richtig. Stimmt. Er war ja mal da, ne? Er war mal hier, meinst du? Er war mal da. Nee, er war mal hier, meinst du? Er war da. Ja, nicht da, hier. Hier nimmt. Wie hier nimmt? Du kannst auch so einen Dorn nehmen, kannst du auch so, ist genau das Gleiche. Hier nimmt Dorn nehmen, das ist doch im Grunde egal, er war mal da. Nee, aber du sagst doch, wenn er hier war, sagst du doch hier und nicht da. Das ich sag ja nicht, er war da, ich sag, er war mal da. Ja, gut, okay. Wo, ja, da ist er überall quasi. Wo er ist er ja da. Aber das weißt du doch gar nicht, ob er immer da ist, wo er hier ist. Woher weißt du das denn, dass er immer da ist? Nein, er ist ja immer irgendwo. Und er ist immer irgendwo, aber da kannst du auch nicht sagen, er ist hier, er ist immer da. Er ja, ist immer deswegen hier. Sag ich ja, er ist immer da, aber nicht immer hier. Aber er war mal da. Nein, hier war er mal. Hier. Hier drinnen. Sag mal, weißt du was, mein Ingo? In Japan, ne? Jetzt mal sagen, in Japan jetzt, ne? Japan, da ja. ist ein Delfin aufgefunden worden, ne? Er ist aufgegriffen worden, kann man sagen, von den Japanesen jetzt, ne? Mhm. Er hatte 4 Brustflossen. 4? 4 jetzt mal sagen. Wie viel haben die sonst? 2. Doppelt? Doppelt jetzt. Es ist eine reine Doppelausstellung. Die, und die waren dann nebeneinander? Waren entsprechend angeordnet. Und man sagt ja, der Japanese sagt, dass das wahrscheinlich ein Hinweis ist, dass der Delfin früher mal an Land war. Dass das die Beine sind. Und dass er im Grunde genommen es ihn auch wieder auf das Land hinzieht. Dass das sich ein bisschen ausbildet, weil er die Schnauze voll hat, immer im Wasser rum zu tümmeln. Und dann noch mal ein bisschen auch mal an Leben teilnehmen, mal im Restaurant gehen oder so. Hat er Schnauze voll von, meinst du? Und deswegen baut er sich jetzt noch ein paar Flossen extra an. Ja, das ist nicht gebaut, das ist von der Mutation her gegangen. Ja, aber die Mutation hat ja wohl nicht gesagt, der Delfin soll jetzt mal ein bisschen in ein Restaurant gehen. Da will ich ihm mal eine Flosse mehr spendieren. Das ist ja wohl Quatsch. Das sag ich. Ich sag das. Was sagst du? Ja, wenn er noch nur eine zweite und eine dritte Brustflosse oder eine vierte noch mal ist. Man weiß ja nicht, ob die erste neue ist oder die zweite oder die dritte oder die vierte. Es kann ja sein, dass 1 und 4 sowieso die normale Brustflosse sind und 2 und 3 besorgen jetzt die neue. Was ist das denn für ein Quatsch? Wenn er 2 hat, ist das doch wohl die erste und die zweite. Und wenn dann eine dazukommt, dann ist das ja wohl die dritte und nicht die erste. Was ist das denn dann für ein Unsinn? Dann ist das 3 und 4. Du sagst ja auch nicht, mein Kalender. Der Monat fängt mit dem dritten an und dann kommt erst mal der erste. Das sag ich ja auch überhaupt nicht. Ja, aber wenn du jetzt mal sagen, ein Delfin, der in der Genetik verändert worden ist, weil er das in sich trägt, dass er mal vom Land kam und wieder an das Land zurück möchte, weil er doch vielleicht auch mal ein bisschen was von haben will. Er will vielleicht auch mal ins Theater gehen oder so. Da braucht er ja Füße für. Ja, und dann kann er doppelt Applaus machen oder was, wenn er 4 Dinger hat oder wie? Du bist ein Spinner, bist du. Im Theater. Wie ins Theater. Da. Jetzt der Delfin, jetzt muss ich sagen, ne? Er hat aber die anderen beiden sowieso noch, um in nötigenfalls auch bei der Überschwemmung von der Erde dabei zu sein. Das ist so im Moment ein großes Thema, ne? Überschwemmung der Erde? Ja, weil ja überall die Erde schwitzt, ja. Ach so, ja, du meinst hier, Pol. Hier. Ja, damit hat das zu tun. Eisschmelze, ne, oder was? Die Erde hat Fieber, mein Ingo. Ja. Ja, wärmer wird das, klar. Die das Erde hat Fieber. Ja, es ist nicht einfach nur mal so, Pilipperle. Nein, das sagt doch in der Bildzeitung war die Erde abgebildet mit einem Thermometer drin. Die Erde hat Fieber. Man sagt ja auch Nabel der Welt und da war das wahrscheinlich Popo der Welt reingesteckt. Ich weiß auch nicht genau, wo das jetzt, mal sagen, am günstigsten gemessen wird, ob sie Fieber hat oder nicht. Nee. Aber sie hat Fieber. Ja, was heißt, sie hat Fieber? Du kannst doch nicht von Fieber kannst du. Du kannst, ein Mensch kann Fieber haben oder hier ein Tier jetzt meinetwegen, Säugetier oder was, aber doch nicht die Erde. Ohne die Pflanze? Erde ist. Pflanze hat ja wohl kein Fieber. Die hat ja wohl das kein, weißt du doch nicht, wenn eine Erde Fieber hat. Du kannst immer eine Erde, kannst du immer bei dir in den Kasten ja, packen und dann einen Thermometer reinstecken ja. und mal gucken, was so passiert. Da wirst du aber dann drauf.
aus, wunderlich, Mama noch mehr. Das ist doch nur wegen hier die. Jetzt hier. Erderwärmung, es so ist heißt eine Erderwärmung, ja, aber ja. Wenn die Erde Fieber hat, weißt du, woran man das auch merkt, weil das ja alles schwitzt. Es ist ein reiner Fieberschweiß, der sich überträgt und der überperlt. Sonst hätte die Bildzeitung das ja wohl nicht geschrieben, wenn das nicht ein ernstes Thema wäre. Du musst das nicht immer alles in Frage stellen, wenn ich doch was sage. Wer schwitzt denn? Die Erde schwitzt. Wenn du Fieber hast, schwitzt du doch. Ja, und wo schwitzt sie bitte? Die schwitzt. Ja, wo? Ja, überall. Wie überall? Kommt das aus der Schweiß aus dem Boden raus oder was? Musst du doch mit Deo beisprühen, damit das nicht so riecht oder wie? Man sieht das doch nicht überall, aber wenn die Leute ausgleiten, dann hat das wahrscheinlich auch damit zu tun. Wie ausgleiten? Ja, wenn auf den Schweiß ausrutschen. Gib mir du mal rutsch auf den Schweiß von der Erde, rutschst du aus oder was? Da rutschst du drauf aus? Bitte. Du rutschst ja drauf. Du hast auch deine Schuhe, da kannst du doch kontinuieren. Ja, ich hab sowieso schon Milletten mit dem Grip drunter. Ja, eben. Es ist ein reiner Grip. Ja, das also. Ist doch gar nicht das da Thema. Kannst du doch gar aber nicht ausrutschen. Aber der Beweis, dass die Erde Fieber hat, das stand in der Zeitung drin. Ich lass mir doch von dir gar nicht ausreden. Ja, denn das, der Beweis, der erste Beweis, ne, ist schon mit dem Säuro. Ne? Der Säuro jetzt. Der was? Der Säuro. Säuro. Der Säuro. Der Säuro. Das Geld, was zerbröselt. Ach so, hier drin, die. Wo die, sie sorgen, oh, das ist Link, ne? Das ist Link. Das kommt, ne? Weil die Erde Fieber hat, das erregt dir. Quatsch. Ja, was denn Quatsch? Ja, was, ja, Quatsch ist das. Das hat nichts miteinander zu tun. Das hat nur miteinander zu tun. Ja. Wenn die Erde Fieber hat, der Mensch jetzt muss sorgen. Wenn ein Mensch auf einer Erde herum sich bewegt, die Fieber hat, ne? Dann geht ja mal sorgen, das Fieber, ne? Das Erdfieber, ne? Jetzt mal sagen, wenn du nochmal rumläufst, du merkst es ja nicht, dann geht ja das Erdfieber in dich hinein, weil der Mensch ist ja an und für sich ein Halbleiter. Es ist ein reiner Halbleiter, der Mensch. Der Mensch ist ein Halbleiter? Er ist ein Halbleiter. Kathode, Anode und so weiter, ne? Kathode, Anode. Und so weiter. Das Oha. Ganze Programm, ne? Oha, aha. Ne? Aha. Weil der Mensch ist ja zu 80% besteht er ja aus flüssigem Eisen. Das ist so bekannt, ne? Wie bitte? Der Mensch. Was gibt's denn nur zum Lachen? Der Mensch, ja, hier, siehst du? Ja, ihr Mensch lacht darüber, ihr werdet geblendet von der Unwahrheit, das sag ich aus dir. Aus Wasser bestehst du. Aus Blut. Und aus im Blut ist ja wohl Eisen drin. Ditsche. Aber wie? 80%? Ach, Quatsch. Mindestens 85 sogar. Quatsch. Und doch bist du ein Halbleiter. Du bist ein reiner Halbleiter. Wenn du über die Straße gehst mit deinem Eisen im Körper und die Erde hat Fieber, dann geht ja, dann perlt ja die Hitze über den Fuß ran. So, und kennst du das, wenn du meine Sorgen so einen Pulli über den Kopf ziehst im Winter? Dann wird man auch so statistisch aufgeladen, ne? Statisch. Statisch heißt das. Statische Aufladung. Hä? Statisch. Das ist Statik. Statisch jetzt. Antistatik heißt das. Antistatik jetzt. Ja, wenn du das wegmachst, heißt das Antistatik. Wie macht man das denn weg? Mit einem Antistatiktuch zum Beispiel. Da kann man dafür sorgen, dass die Erde kein Fieber mehr hat. Nee, da kannst du die Aufladung mit wegmachen. Die Aufladung jetzt? Ja, aber mach ich jetzt gerade nicht. Ja. Ich sag einfach mal bitte, mach ich eben mal nicht. Ja, gut. So, hat ja auch nicht jeden Statik-Tuch oder was? Statik, kennst du das nicht vom Plattenspieler? Statistik. Früher? Nein, Statistik. Jedenfalls, wenn das so britzelt, wenn man irgendwie ein Popo. Ich weiß, ja, ja. Oder wenn du mal mit einem nackten Popo auf Auslegewoche mal so ein bisschen aus Versehen schubberst oder sowas, dann ist es ja auch, dann leuchten ja auch die Haare manchmal ein bisschen. Also man sieht das nicht richtig, nur wenn man Licht ausmacht. Das ist ja völlig egal. Jedenfalls, wenn du jetzt mit deinem, wenn du als Halbleiter, muss sagen, eine Hitze aufnimmst und bist statistisch aufgeladen. So, das ist jetzt im Moment passiert. Bei sehr vielen, sehr, sehr vielen Leuten jetzt, ne? Sie sind aufgeladen. Ja, sie sind aufgeladen, weil die Erde Fieber hat von der Hitze. Es ist so eine reine Energieüberperlung. Sie sind von der Hitze aufgeladen. Ja. So, mit Hitze und mit Strom auch noch. Mit beides. Hitze ist ja gleich Energie gleich Strom. Ist alles dasselbe, für, ja. Es ist ja, geht ja ineinander über. Das ist das Gleiche. So funktioniert ja auch ein Wasserfall. Der ist ja auch Strom. Und auch Hitze. An und für sich. Wenn du kannst ja bitte mal dich an den Heizstopp gegenhalten von der Heizung, so ein Heizröster.
Das ist ja auch nur eine reine Verstromung. Da steckst du in den Stecker und dann wird das irgendwie warm. Ein Heizröster. Ist auch egal, jetzt weißt du was. Jetzt nämlich, wenn die Leute aufgeladen sind statistisch von der Hitze und gehen jetzt mal so rum, dann merken sie das nicht, dann verpufft das ja auch manchmal. Ne? Aber wenn sie stehen bleiben, zum Beispiel wenn du lange läufst und dann stehen bleibst, dann bist du ja bis in den letzten Haarspitzen aufgeladen mit der Verstromung von dem Fieber, von der Erde. So, ne? Im Supermarkt jetzt mal sagen, ne? Habe ich mir überlegt. Jetzt ist ein gutes Beispiel, da kommt das wahrscheinlich auch her. So, dann passiert Folgendes, dann stehen sie im Eingekauft und sind die ganze Zeit, oh, was nehme ich mal, hier mal was aus dem Regal und da mal was. Und sie schlurfen immer so rum, die Leute. Und dann kommen sie an die Kasse. Und dann sind sie aufgeladen vom Fieber. Und dann nehmen sie das Geld raus. Und in dem Moment, wo sie das Geld an eine Kassiererin übergeben, was passiert denn noch deiner Meinung nach? Das soll passieren? Ja. Doch weißt du nicht weiter, ne? In den Geldschein ist nämlich ein Glasfieber-Eisenstab aus Quecksilber drin, ne? Der Faden. Glasfieber. Eisenstab. Er ist aus Glasfieber. Fieber, Fieber. Und aus Fieber, Quecksilber. Aus Quecksilber. Es ist ein reiner Leiter. Es ist wie ein Blitzableiter. Kannst du dich mal entscheiden, wo der jetzt draus ist? Das ist Glasfieber? Ja, Glasfieber ist das Eisen. Oder ist das Quecksilber? Ja, Quecksilber oder ist. Oder ist das alles zusammen? Von allen so ein bisschen. Quecksilber, du musst nicht immer so böse mit mir sein. Nee, ist nur eine Frage. Ist nur eine Frage. Quecksilber ist ja Eisen. Es ist ja ummantelt mit Quetsch. Quecksilber ist doch Eisen. Es ist Silber. Es ist auch egal, auf jeden Fall in dem Moment, wo das Geld übergeben wird. Es ist Eisen, es ist Silber. Minus mal Minus ist Plus. So gibt es einen Kurzschluss und dann wird die Kassiererin das gar nicht richtig gewahr. In dem Moment, wo sie das Geld kriegt und es ablegt, in die Kasse hinein, wird eine leichte Verperlung stattfinden. Und dann bröselt das so, ohne dass sie das merkt und das Geld ist verätzt. Das ist meine Meinung. Und das hat nur damit zu tun, weil die Erde Fieber hat. Das ist recht, dir. Und du hast sowieso recht. Das hat nur damit zu tun, dass die Erde mit den Polkappen. Das habe ich dir schon von einem Jahr gesagt. Wenn sie mir sorgen, den ehrlichen Holsteiner mit der Abschwitzdecke von Lidl, wie ich das gesagt und gefordert habe, wenn die auf dem Nordpol mir sorgen, aufgebracht dann wurden, hätten wir heute das Problem gar nicht, ne? Nee, dann würden die Polkappen nicht mehr sorgen schmelzen und die Erde hätte kein Fieber. Ja. Und dann wäre das Geld wieder noch in Ordnung, ne? Dann hätten wir unseren Kaiser wahrscheinlich auch noch, ne? Wenn die das damals, wenn die deinen Tipp mal gemacht hätten, ne? Mit dem deswegen werden wir mit der Erde mit Sorgen in eine Katastrophe schippern, weil Leute wie ihr das nicht ernst nehmen, wenn darauf hingewiesen wird. Wir haben doch jetzt schon, haben wir die Eistiere, die sich mal sorgen, wenn die Polkappen schmelzen, werden doch die Eistiere schon mal sorgen, werden doch herausgelöst aus dem Eis. Die sind doch ja mal sorgen, die leben ja da und das wird ja zu warm, da werden die schon rausgeschwemmt. Die Eisbären ertrinken und so weiter, weil sie auf Eisschollen nicht mehr sich halten können und so weiter. Und die Tiere werden mal sorgen, jetzt nach Deutschland geschwemmt. Sind doch jetzt schon Eistiere in Deutschland, sind doch schon angekommen. Eistiere. Und was? Tiere aus Eis oder wie? Rehweißchen. Was denn? Rehweißchen. Ach, dieses, hier Bambi in Weiß oder was? Rehweißchen. Meinst du? Hier dieses kleine Reh oder was? Das ist ein Eistier. Was heißt, das ist ein Eistier? Die ist einfach nur weiß. Die ist doch nicht einfach nur weiß. Ja, natürlich. Was denn sonst? Das ist ein Tiermsorgen aus der Arktis, Antarktis und so weiter, das ganze Programm. Weil das abgeschmolzen ist, wird das über die Flüsse hier transportiert. Nur weil das weiß ist, kommt das doch nicht von Nordpol, sag mal. Du hast auch wirklich. Du meinst, wo soll das denn sonst herkommen? Doch, das ist außer, das ist ein so wie das auch manchmal Leute mit zwei Köpfen gibt oder hier dein Delfin mit den vier Flossen. Das ist einfach heißt, nur es gibt Menschen mit zwei Köpfen, wo denn der? So hast du das denn siamesische Zwillinge vielleicht mal bitte. Und wenn du was jetzt was hat die denn mit den Polkappen zu tun? Ja, gar nichts, aber das Reh hat auch nichts damit zu tun. Du kannst das ist leider Polkappen als Hut haben oder was?
Das ist doch nur eine Laune der Natur, dass es mal zwischen der Das ist aber keine Laune. Die Natur bekommt keine gute Laune, wenn sie mir sagen, hier die Erzgebirge Albino Rehbambi hier schippern mit dem Eiswasser. Das ist doch nicht hierher geschippert, das ist doch nicht auf dem Floß hierher gekommen. Nee, es ist gespült worden durch die Schollen, die sich aufgelöst haben, in die Flüsse hinein. Es ist auf einer Scholle, ist das hier. Oder unter Wasser geschippert. Stand das in der Zeitung drin, ne? Dass das auf einer Scholle hierher geschippert ist? Vom Nordpol? Stand das in der Zeitung drin? Mann und Bier. Stand das da drin oder nicht? Es stand so nicht drin. Sie wollen uns ja auch immer nicht die Wahrheit sagen. Ach so, das macht mal bitte ein Bier. Das ist das. Sie wollen dir nicht die Wahrheit sagen. Da war doch jetzt mal sagen, ein Erzgebirge drin. Ne? War doch mal sagen, ein Koch. Ne? Der hat doch gesagt, er ballert das gleiche ab. Ne? Weil er wollte doch hier Erzgebirge Albino Rehbambi Gulasch machen. Ne? Wollte er ja machen. Erzgebirge Albino Rehbambi Gulasch. Nee. Hat er gleich gesagt, macht er. Aber da sag ich dir, da hat er, hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das ist meine Meinung. Weil das ist so ein. Wieso, wer ist denn der Wirt dabei? Der Wirt selber, er selber. Er denkt, das ist was Besonderes, aber wenn er ein Eistier besorgen, schlachtet, um das zu braten für die Leute, das wird ja ganz fest. Was wird fest? Das Tier. Es ist ja an und für sich, es hat ja gar nicht so ein Eistier jetzt, ne? So ein Erzgebirge Albino Rehbambi, das hat ja gar nicht richtig Blut. Das hat kein Blut, ne? Nee, weil das ist ja weiß. Es ist ja von der Beschaffenheit ganz anders. Ach so. Dadurch hat das kein Blut. Es hat weißes Blut. So wie die, so eine Löwenzahnblume. Wenn du die aufknackst, da kommt da auch so eine Milch raus. So eine was? Milch. Milch? Ja, so eine milchige Flüssigkeit. Und das hat das Erzgebirge Albino Rehbambi auch. Das hat das auch? Ja. Und wenn der jetzt mal sagen, daraus ein Gulasch macht, dann wird er doch so ein ganz zehn Lappen nur haben, weil da gar kein Blut weiter drin ist. Ach so. Das glaube ich. Aber hier weiß, was das Größte ist. Hier ist Stefanie Herdl, ne? Jetzt soll man sagen, Stefanie Herdl, ne? Kennst du? Nee. Kennst du doch, die singen doch immer lustige Musikanten und so weiter. Die ist mit dem Stefan Mosfer verheiratet. Der mit der Tröte, ne? Mit dem Trompeter. Das ist keine Tröte, das ist eine Trompete. Ja, ja. Die hat ja gesagt, dass sie, gleich am nächsten Tag hat sie gesagt, dass sie jetzt singt, damit das Erzgebirge Albino Rehbambi sorgen in ein Freiluftzug kommt. Will sie sich tätig werden. Wie, sie will das so lange singen, bis das da drin ist? Ich weiß den Zusammenhang auch nicht, aber sie singt auf jeden Fall, damit das Erzgebirge Albino Rehbambi dann nicht erschossen wird und wird dann irgendwie auf dem Teller serviert oder so. Und ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie soll das denn gehen? Das geht gar nicht so einfach. Das ist ja scheu. Es versteckt sich ja in dem Erzgebirge jetzt selber, ne? Das Albino Rehbambi. Es ist ja im Erzgebirge versteckt. Wieso? Ja, wie singt sie jetzt dafür? Sie singt dafür, das war eine Zeitung drin, sie will singen, damit das in den Zoo reinkommt. Ja, aber wie soll das? Ich weiß das doch auch nicht. Wodurch soll denn das in den Zoo reinkommen, nur dass sie dann singt, nur dadurch? Vielleicht, weil sie betört das oder so. Was? Sie betört das. Dass das von alleine in den Zoo reinläuft. Ich glaube ja auch nicht, dass das klappt. Ich glaube ja, man muss dann noch eine andere Strategie anwenden, damit man das herauslockt aus dem Wald raus. Aus dem Wald raus. Du hast einen Plan für in der Tasche, ne? Einen ganz einfachen Plan. Einen einfachen Plan hast du in der Tasche dafür. Na. Die müssen das so machen wie mein schwarzen Peter. Schwarzer Peter. Jetzt. Mal sagen, ne? Schwarzer Peter. Hast du nicht mitgekriegt, schwarzer Peter? Schwarzer Peter, das ist ein Trauerschwan in Münster. Der schwarze Peter, der war verliebt in ein Tretboot, was genauso aussah wie ein Schwan. Ach, so ein großes Plastikboot, ne? Wo immer hinterher gepaddelt ist. Ne? Und jetzt dachte ich, dass man eine Art Tretreh baut. Und damit lockt man das Erzgebirge Albino Rehbambi aus dem Erzgebirge raus. Da baut man das nach. Jetzt hier bei mir in der Wohnung, war da unten, wo der Astronaut gewohnt hat. Da ist so jetzt einer eingezogen. Der UNU seid oder was? Nein, da wo der Astronaut war. Da war doch mal ein Astronaut, hat doch da gewohnt. Den haben sie doch dann abgeholt. Der war ja da an und für sich eher so? Und er hieß UNU seid, glaube ich. Ja, sag ich ja. Und da ist jetzt einer eingezogen. Und da, der hatte jetzt vorgestern besorgen, hatte der hier eine neue Kühlbox bekommen. Ne? Eine Kühlbox jetzt. Eine neue Kühlbox. Ja, so eine Kühlbox, die war eingepackt in so Styropor, ne? Und dann, Styropor. Und dann kann man ja die beiden Hälften von den Styropor, die kann man ja nehmen
Und dann nimmt man aus der Bildzeitung das Erzgebirge Albino Ribambi und geht in den Copyshop und macht das so lange größer, bis man das in der Originalgröße hat. Und dann kann man das auf beide Seiten aufkleben und muss sagen, ausschnippeln. Und dann braucht man nur noch einen mit dem Vorrat. Und dann setzt man den da auf und dann bindet man die beiden Halblarven um den so drumherum, dass er aussieht wie ein Drehdreh. Und dann schickt man den noch in den Wald rein. Ein Drehdreh. Kann man einer machen, nur gibt es doch genug Leute, die irgendwie nichts zu tun haben. Jan Ulrich zum Beispiel. Das ist eine Weltidee. Jan Ulrich jetzt. Du klebst Jan Ulrich Styropor auf den beiden Seiten rauf, klebst da so eine... Schale, das kann man nur umbinden. Und dann stellt man ihren Eingang vom Erzgebirge her. Ne? Irgendwo da in der Nähe. Stellt man ihn hin? Ja, man sagt, bitte, stell dich doch mal her. Ach, bitte, sagt man auch noch. Ja. Das ist natürlich nett, ne? Da freut er sich. Ne? Und dann können Sie doch den Stefan Bross mitnehmen mit der Trompete. Den können Sie als Förster anziehen, damit das Erzgebirge Albino Ribambi in Sicherheit gewiegt wird. Und dann kann er ja immer so... oder sowas machen. Dann läuft das doch weg, dann denkt das, dass nein, die es war, nein, es weiß ja, es ist so, es ist irgendwie und dann vorne ja, steht. Was heißt, es weiß ja, es weiß ja. Es weiß, wenn das überhaupt irgendwas weiß, dann weiß das, dass immer, wenn einer hier dü-dü-dü-dü macht auf der Trompete, dass dann aber hier, dann muss Fersengeld gegeben werden. Das ist das. Dann steht ja im Ross irgendwo anders. Ja, der steht. Aber er kann ja mitkommen. Er kann ja mitkommen und dann kann Jan Ulrich mit dem Drehdreh vorne wegfahren und dann läuft es scheu, wie es ist, läuft es langsam hinterher. Es läuft hinterher. Ich weiß das. Es wird angelockt, wie mein schwarzen Peter auch. Es läuft dann hinterher. Und vorne am Waldeingang, da steht immer so ein Stephanie Hädel und singt dann irgendwas, ne? Ein Lied jetzt. Was ist denn, sagen wir mal so, Bambi, Bambi. Komm doch mal raus aus dem Wald. Oder sowas. Bambi. Bambi gibt's doch das Lied, ne? Bambi. Bambi. Moin. Geert, Abend. Mahlzeit, ne, Geert? Hallo, schön, Freunde. Moin. Einen kurzen. Jo. Ist willkommen, ist auch ein, ne? Oh, da haben wir aber nötig, ne? Grüß dich. Mahlzeit, ne? Ja, Ingo, schreib's auf, ne? Mach ich, ja. Fällt einem auch nichts mehr ein, ne? Ja. Tschüss, na, das wird gut, ne? Jo, alles. Tschüss, Geert. Tschüss, das wird besser, ne? Jo, tschüss. Geert. Das wird besser, ich weiß das. Der ist unten, ne? Da kann man aber auch nichts mehr zu sorgen, ne? Ja. Das V-Schaffler ist das, er rät dir. Was schafft er? Hoch. Wohin? Hoch an der Spitze von der Lego wieder. Wann? Bald. Na ja. Was denn? Oh. Oh, du bist Optimist, ne? Du sicher. So, aber hier, was wollt ihr hier, Dings hier, der, wie den Radfahrer, wie, ach ja, genau. Ulrich, ne, oder was? Den wolltest du doch da hinstellen, ne? Ich stell gar nichts hin, es wird sich automatisch ergeben. Dass er da hinfährt zu dem. Das ist so eine gute Sache. Zum Erstge- das es ergibt essen, sich automatisch. Er zieht sich auch automatisch so eine Styroporbacke an und verkleidet sich. Wenn von man alleine. Ihn darum bittet, er hatte in der letzten Zeit auch nicht so viel Glück gehabt, weil sie alle immer sorgen, er hätte gedopt. Ruf ihn doch mal an. Frag ihn doch mal, ob er da Böcke drauf hat. Mach das doch mal. Er sucht doch gerade ein Team. Ja, kann dann er sagst, das auch machen? Ja, dann sagst du, das ist hallo. Ein gutes Team mit Stefanie Hedel und hier den an, dann rufst du ihn mal an, dann sagst du, hallo, hier ist Ditsche, ne? Ich bin dein neuer Teamchef, kannst ja gleich, gehst du offensiv ran an ihn, ne? Sagst, ich habe eine gute Idee für dich, erstmal vom Anfang her
Styropor. Du glaubst das alles gar nicht, auch mit der Erderwärmung. Du glaubst mir überhaupt nichts mehr. Die Erderwärmung, das habe ich dir schon vor 1000 Jahren erzählt. Hast du gar nicht. Das natürlich. Hab ich dir gesagt. Nur, dass die Erde Fieber hat und dass man ihren Schal umwickeln muss und einen Thermometer in den Arsch stecken. Das ist von dir. Weißt du, was du machen kannst, zum Beispiel, um die Erderwärmung mal ein bisschen platter wieder zu machen? Pfefferminztee ist das Stichwort. Pfefferminztee. Pfefferminztee. Ja, ist gut gegen Fieber. Du möchtest Erde, möchtest du eine Kanne Pfefferminztee kochen? Man kann noch die Löschflugzeuge nehmen. Dann füllt man die mit Pfefferminztee voll. Dann können sie doch da, wo das Fieber am stärksten ist, das absprühen. Absprühen. Oder Wadenwickel, noch besser. Wie heißt der Typ, der doch hier muss sorgen, hier in Berlin, oder das, da irgendwie, wo die Regierung sitzt, hat er doch eingepackt mit Stoff. Wie heißt der noch? Eingepackt mit Stoff. So ein Mann aus Amerika mit der Holzbrille auf und so eine Frau dabei. Christos heißt er. Christos jetzt? Ja. Es ist ein reiner Grieche wahrscheinlich, ne? Ja, glaub schon. Christos jetzt? Ja. Ja, aber den kann man doch mal sagen, er soll an der Stelle, wo das Fieber von der Erde am stärksten ist, soll er mal Wadenwickel machen. Ja. Und dann soll er mal da schön die Erde ein bisschen einpacken. Eine Wade von der Erde soll er das machen, ne? Was hat ihn denn noch die Erde? Eine Wade hat sie jetzt schon, ne? Du bist ein Spinner, du glaubst überhaupt nicht. Mir ist es egal mit deinem Kleinen. Du bist in dieser kleinen Welt, bist du gefangen und dann perlt immer das alles auf dich ab, dass du die Sorgen gar nicht mehr nachvollziehen kannst, die man sich macht. Dann musst du mal Madonna jetzt hin. Madonna jetzt, ne? Madonna. Madonna, die Frau, die man singt. Madonna. Ja, Madonna, ja klar. Die hat sich ja jetzt ein Kind aus Afrika geholt. Und das hat sie bestimmt nicht einfach nur so gemacht. Ja, wie denn einfach nur so? Wie? Sie hat jetzt sogar gesagt, dass sie ein Kinderzimmer einrichtet, was aussieht wie Afrika. Ja, das habe ich auch gesehen hier mit den ganzen Tieren und das wird sie bestimmt auch schon gemacht haben, weil sie weiß, dass das doch auch langsam wärmer wird. Von selber. Durch die Erderwärmung. Da hat die bestimmt schon über nachgedacht, bevor sie sich doch entschieden hat für das Kind. Das sage ich dir. Ach, sie hat sich gedacht, sie holt sich ein Kind aus Afrika, weil das da zu warm ist für das Kind, oder was? Weil das da zu heiß wird, oder wie? Und weil das Dorf, wo sie wohnt, sowieso von selber so ähnlich warm wird und das schön muggelig ist für das Kind. Das kann doch sein, mein Ingo. Es ist wichtig, dass es muggelig ist. Wenn es nicht muggelig ist, haben wir alle ein Problem. Dann ist das auch mal Sorgen plus mal Minus, das vertauscht. Dann geht das ganz schnell, dass man sich wieder statistisch auflädt und alles durcheinander kommt. Was ist denn jetzt? Ist das gut, dass das wärmer wird oder nicht gut? Jetzt sagst du, das ist schön muckelig, das wollen wir alle. In Maßen, aber nicht, wenn jetzt mal Sorgen in Erzgebirge Albino-Ribambi hier rüber gespült wird. Da geht doch der ganze Nautik kaputt. Die was? Die Nautik. Die Nautik, ja. Die Erde spielt verrückt, das sag ich dir. Die ist alle durcheinander. Da haben sich jetzt gerade zwei Leute scheiden lassen. Das habe ich auch nicht verstanden. Da war sie war mal früher ein Mann. Was? Und er war früher eine Frau. So, und du kommst du. Und Bier schon wieder, Alter. Machen wir noch eins hier, das Perl, aber wirklich, du. Du. Was denn? Ja, was denn? Was denn? Ja, was denn? Wer hat sich scheiden lassen? Ein Mann und eine Frau. Er war früher eine Frau und sie war früher ein Mann. Und dann waren die verheiratet gewesen. Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass die Erderwärmung Sorgen sie durcheinander gebracht hat. Und wieder, was denn? Das kann doch nicht alles mit der Erderwärmung. Du musst sie das doch mal auch. Das kann doch nicht alles mit der, dass die Erde wärmer wird, kann das doch nicht zu tun haben. Aber das kann doch kein Zufall sein, dass das in der gleichen Zeitung steht, dass ein Mann muss sagen, der eine Frau war und eine Frau, die ein Mann war, waren verheiratet. Die haben das bestimmt vorher gar nicht voneinander gewusst. Und durch die Erderwärmung muss sagen, ist vielleicht das Ursprüngliche bei ihnen wieder herausgeperlt. Und da haben sie sich beide erschrocken, haben gesagt, hoppla. Na nun, du warst ja wohl mal ein Mann, du siehst ja aus wie ein Mann. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ich war mal eine Frau. Und dann haben sie gesagt, ja, so geht das aber auch nicht. Vielleicht wollten sie nur die Klamotten tauschen, dann gab es Ärger mit dem Schrank und so weiter, mit dem Olibert und so. Wie das so ist im normalen Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Du. Gut, dass du das immer weißt. So. Na? Oder mein Schildkröte, was meinst du? Was ist das denn jetzt? Es perlt über. Nee. Und ich will dir eins sagen, es liegt nicht an mir, es liegt einfach daran, weil ich zu viel Elektrizität aufgenommen habe. Oder was meinst du, mein Schildkröte? Kannst du nicht endlich mal vernünftig trinken? Ich trinke vernünftig, ich kann da nichts für. Und halt die Klappe, ich hab Feierabend. Gib mir mal mein Bier wieder. Lauf da nicht wieder rein. Ich lauf da so lang rein, wie ich will. Das ist sowieso egal. Wenn ich mit meinen Grippschuhe hier auf das
verperlte Bier laufe, dann kühle ich die Erde und trage etwas dazu bei, dass das nicht ganz so schnell geht, dass wir hier komplett erhitzen. Das war's jetzt für dich. Gib mir bitte das Bier wieder, dann gib mir noch einen Kümmerling. Nee.